Ja, willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Und ich gebe ja hier und da mal Medientrainings. Trainiere Pressesprecher, trainiere Geschäftsführer, Vorstände. Einmal, weil ich mal auf Medienseite war und weiß, was derjenige, der das Mikro hält, so denkt. Und auf der anderen Seite war ich Pressesprecher einer Bank und wurde regelmäßig vor der Kamera gegrillt. Was mir dann immer wieder auffällt, ist, dass diejenigen, die ich im Fernsehstudio trainiere, versuchen nachzuahmen. Sie versuchen zu imitieren, und zwar diejenigen, die sie regelmäßig auf dem Bildschirm sehen. Politiker, Unternehmensrepräsentanten. Aber das ist falsch, denn die machen es häufig nicht richtig. Sie bleiben im Abstrakten. Sie versuchen irgendwie Brillanz zu zeigen, verlieren sich im Akademischen und bauen damit eine große Distanz zwischen sich und denjenigen, die sie gerade sehen, auf. Weshalb ich immer wieder dafür plädiere, durch denjenigen, der interviewt, hindurchzuschauen und eher den zu sehen, der dort später auf dem Sofa sitzt und einen sieht, den ganz einfachen Fernsehzuschauer, der sich vielleicht gerade ein Bier aufmacht oder bügelt. Und ich empfehle dann immer, Bilder zu verwenden, Beispiele zu verwenden, die eingängig sind, die sich verankern und am besten noch mit dem eigenen Leben und der eigenen Lebenserfahrung zu tun haben, um zu zeigen, ich bin einer von euch und ich verstehe euch, um solch eine Nähe aufzubauen. Was mich auch immer wieder stutzig macht, ist, dass für einen 20-Sekunden-Spot sehr, sehr viele Menschen beschäftigt werden, die Konzepte machen, Ideen entwickeln, dann am Set drehen, dann den fast fertigen Spot testen. Und in einen 1,30-Beitrag oder das Interview stolpert so mancher Manager mit lediglich 2 oder 3 Bullet Points, manchmal auch aus Selbstüberschätzung heraus. Und dort wird manchmal mehr Schaden angerichtet, als ein schlechter 20-Sekunden-Spot anrichten könnte.